Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren, hoffentlich absturzfreien Folge Far Cry 6 hier auf unserem Kanal. Und wir sollen hier jemanden suchen. Ja, ich glaube, wir haben sie gefunden, hast du gesagt. Genau, ich glaube, ich befürchte, wir haben sie gefunden. Sicher? Aber ich möchte mal dazu den Krokodilen gehen, weil die sind ja total süß. Wo siehst du hier Krokodile? Was? Ohne Ende. Da, das ganze Becken da drüben ist voll mit Krokodilen. Und die findest du süß? Ja. Das ist sicher komisch. Du hast ein komisches Verständnis von süß. Oh. Guck mal, hier ist ein Ding. Da sind sie alle da unten. Schau. Das oh, ist da eine liegt einer. Oh. Ich glaube, der ist der, den wir suchen sollen. Meinst du, das ist er? Ich gehe davon aus. Wir können ja mal runtergehen und mal fragen. Carajo. Das ist eine Menge hungriger Krokodile. Auf jeden Fall. Naja, vielleicht können wir die ja schon ein bisschen ausmerzen, bevor wir runtergehen. Ich kann mein Team Krokodilchen jedenfalls nicht davon überzeugen, da unten reinzugehen. Weil ich kann es nicht steuern. Au! Geh weg! Hau ab! Dickes Kroko. Du bist also doch runtergegangen. Ja. Okay, also ich sag, lass uns die doch zuerst. Du hast ein Problem, oder? Ja, es ist. Okay, eins ist die. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Die sind dezent aggressiv. Okay, da drüben sind ja noch viel, viel mehr. Aber ich habe mich schon mal hier. Hier ist Luis. Irgendwas Großes. Hast du Luis gefunden, ja? Der liegt hier kopfüber. Roko. Rückt's hier rein. Au. Das muss der Schlüssel zum Geheimversteck deines Freundes sein. Okay. Die Schlüssel haben wir. Du gefressen hast. Naja, wo die Liebe hinfällt. Okay, Schlüssel, Geheimversteck, bla bla bla. Was war das jetzt hier für eine Show? Jetzt müssen wir nur noch gegen das Geheimversteck finden, oder? Ja, das ist wahrscheinlich genau bei den anderen Cookies gegenüber. Aber weißt du, das tut mir leid, ich will die gar nicht alle töten. Naja, aber die fragen uns ja auch nicht. Hast du ihr da jetzt auch gemacht? Na ja. Toll. Okay. Ich muss mal eine andere Waffe nehmen. Wahnsinn. Unsere Krokodile machen so rein gar nichts, oder? Ja, die werden nicht ihre Kameraden fressen, ne? Meinst du? Würdest du ja auch nicht. Nö, wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist doch nicht das Versteck anscheinend. Hm. Merkwürdig, aber das muss hier irgendwo sein, weil da oben wird das Schatzsymbol angezeigt. Ich glaube, da drüben, oder? In diesem Loft. Oh, was haben wir denn hier? Ah, nee, das ist da drüben, ja. Also ich gehe davon aus, ja. Wie kommt man da hin am blödesten? Na, da drüben, ja. Das ist ja ein Wirrwarr hier, ja. Machen die doch mit Absicht. Zeug. Das nehmen wir alle mit. Ja, hier oben könnte es hier hinten lang, ne? Nee, oder doch? Hm. Hier geht's ja nur wieder zurück. Wir müssen da irgendwie da hinkommen. Das ist ja verrückt hier. Ich würde da schon gern hin. Ganz ehrlich. Hier knurrt irgendeiner rum. Ach, das war einer von unseren. Bist du da hochgekommen? Nee, bisher noch nicht. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu doof. Schließt die Tür zu Louis Haus auf. Ja, ihr seid ja lustig. Naja, das ist schon Louis Haus hier. Aber irgendwie müssen wir ja... Ach doch, da hinten sind Seile, warte mal. Genau, da ist doch dieses Windrad hier. Genau. Okay.
Aber wie kommt man da hoch? Ja. Ah, ich weiß wie. Wie? Ach, da. Ah, jetzt müssen wir hier wieder den Schwinger machen, oder? Ich bin schon mal drüben. Das ist ja überhaupt nicht so meins. Ah, der hat mir das gleich angeboten. Mit einem Schwung war ich drüben. Das sieht schön aus. Hui. Oh, das war knapp. So, Schlüssel. Guten Tag. So, hier ist er. Oh, ein neuer Tag. Oh, was haben wir denn da Schönes? So, hier haben wir noch einen Brief. Was? Abgeschlossen. Also ich darf den Brief nicht mehr lesen. Gut. Ach komm, das war jetzt gemein. Das ist jetzt wirklich, ja, ja. Surf and Turf Gewehr. Schauen wir uns mal an. Das schauen wir uns gleich mal an. Wo haben wir denn das Surf and Turf Gewehr? Hier ist denn das? Die Crack. Hier hinten. Nö, auch nicht. Hier unten. Oh, das ist ja aber ein schickes, du. Oh, das sieht ja lustig aus. Werden wir auf jeden Fall verbessern müssen. Surf and Turf. Das ist hübsch. Das auf sieht jeden ja Fall, ja, ja, ja. Mit dem Zielfernrohr. Schön. Das werden wir testen müssen. Oh, Junge. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Weißt du irgendwas? Hast du was im Plan? Naja, wir haben ja gesagt, wir machen die Mission jetzt so weiter, oder? Dieses Verschwunden? Oh, hier gibt es so viel. Du weißt gar nicht, was du jetzt erst machen sollst. Wir können hier dieses machen. Spezielle Yaran-Geschichte. Was sagst du dazu? Nee, schau mal auf die... Also spezielle Yaran, genau, verschwunden, ne? Genau. Ich habe es zwar markiert, aber wir können es noch gar nicht irgendwie... Aber wahrscheinlich, weil wir das Gebiet noch nicht entdeckt haben, ne? Ja, wahrscheinlich. Gehen wir mal von aus, ja. So. So, wo geht's denn hier wieder zurück? Also, dein Krokodil sitzt hier im Becken und meins sitzt da drüben. Ja, das hat Spaß. Die Hühner, super. Das hat Hunger. Hühner. Hölzala. Ja, wunderbar. So. Boah, ja, wir müssen ein bisschen hier umdrehen jetzt. Oh, schöne Krokodilsfarm. Es war wirklich ein Besuch wert. Ja, wunderschön. Schade, dass sie jetzt zumachen musste, weil sie keine Krokodile mehr hat, aber. Na und vor allem. Oh, so viele Pferdchen hier gerade rumgerannt. Warte mal. Wir müssen so ein bisschen. Ist das richtig, was ich jetzt hier mache? Mhm. Ja. Geradeaus bis auf die große Straße, oder? So. Bis auf die große Straße, genau. Und dann links. Links, jawohl. Und dann? Und dann? Nicht die, sondern die nächste Straße rechts rein. Warte. Die hier, oder? Ja. Jawohl. Und dann hier hoch. Durchs Gemüse. Genau. Oh. Ja, wenn du so richtig einen Geländewagen hast wie wir, dann ist auch schon hin. Oh, Entschuldigung. Du hast zu uns gehört, glaube ich. Ja, die hat ja überlebt. Sorry. Ich glaube, die hat überlebt. Jetzt hier rum. Oh, das ist ja ein wildes Gefahr hier. Ja, genau. Immer geradeaus. Da musst du eigentlich dran. Ich bin da. Wir sind da. Gut. Wir sind hier. Schnell. Schnell, hat die gesagt. Auch schnell. Müsst ihr auch noch Druck machen? Das hassen wir ja sowieso erstmal komplett. Das mögen wir gar nicht, ja? Nee. Druck mögen wir nicht. Ja, Wahnsinn. Und geh aus meinem Kopf raus. Ich mag das gar nicht, wenn mir einer in meinem Kopf rum. Richtig. Das ist überhaupt nicht nett. Das müssen wir kaputt machen. Ach, ich mache einfach mal runter. Warnung. Wenn du diesen Bunker betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, nachdem du Chest geholfen hast. Ja, ist doch okay. Dafür sind wir doch hier, oder? Das sollten wir doch machen, oder? Geht's jetzt auf, oder nicht? Oh. Verbindung. Ich dachte, ich hätte schon wieder abgestürzt. Nein. Im Moment noch nicht. Aber was nicht ist... Ist aber gleich passieren.
So, das scheint ja jetzt was ganz was Tolles zu sein hier. Da, 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 da. Da steht ein Panzer, da steht ein Panzer. Den nehme ich. Okay. Ich. Den Bunker gibt's wirklich. Ja. Ja, den Bunker gibt's wirklich. Es ist ja eine Spannung. Genau, vor allem da können wir gar nichts machen. Mhm. Wir können auch bloß zugucken. Ja. Kino-Modus an. Das sieht nicht spanisch aus. Das sieht leicht russisch aus. Mhm. Auch hier ist der Putin. Radioaktiv, da alles dabei gewesen. Alles, was irgendwie tödlich ist. Oh. Okay. Schlürfgeräusche, also irgendeiner isst hier Suppe. Das ist der Hund. Ach, das ist deiner. Wieso ist der hier? Der isst Würstchen. Hey, Kumpel. Wie bist du hier reingekommen? Hm. Carajo. Du warst das sicher nicht. Oh oh. Das würde mich wundern, wenn es der kleine Hund gewesen wäre. Nein, Buffy, geh weg. Ja, geh weg, geh weg. Der knurrt? Ja. Der hat Angst vor der Lampe. Scheint ja mich überhaupt nicht zu interessieren, gell? Oh oh. Fass, fass. Chorizo, pack es. Ja, genau, der kleine Hund mit seinen quietschenden Räder, weißt du. Hm. Que coño. Ah. Das ist ja nett. So. Du hast leider nicht überlebt. Zu Ende. Das war das Spiel. Ja. Danke fürs Zuschauen. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Hm. Müssen wir uns jetzt ein Addon kaufen? Vielleicht siedeln wir jetzt um nach Russland. Oh, Far Cry Russia. Stranger Things ist das. Stimmt. Oder sowas ähnliches. Aha. Far Cry 6 ist jetzt verschwunden. Siehst du, ich hab's gewusst. Mhm. Deswegen ist mein Spiel immer abgestürzt. Ich hab das gar nicht mehr. Ja, du hast das gar nicht. Kapitel 1, der Bunker. Mhm. Okay. Na, ich das dachte, ist wir sollen hier Rebellion und was weiß ich. Jetzt geht's eigentlich erst wirklich los. Okay, sammel deine Waffen. Na los, machen wir doch. Hallo? Ich bin ganz dusselig noch. Hast du viel Wodka getrunken? Aha. Was sagst du? Der hat unser Zeug. Was? Ja, geh weg. Das halt mein Supremo. Hallo. Oh, der hat unsere Sachen weggenommen. Sollen wir jetzt mit bloßen Fäusten uns hier verteidigen? Ja, und den kleinen Hund haben wir. So, na dann. Vergiss den nicht. Ja. Okay. Ich wäre ein bisschen kaputt. Oh nein, da war das Halsband von dem Buffy. Glaubt, er hat das Buffy aufgefressen. Oh nein. Hoffentlich erstickt er an den Rädern. Wahrscheinlich. Kann sein, ja. Das sag ich doch. Am Halsband kann er jedenfalls nicht mehr ersticken. Das hat er wieder ausgespuckt. Chorizo. Ja. Und jetzt? Chorizo. Hierher, Junge. Dani, konzentrier dich. Warum? Komm zu mir. Beeil dich. Der kleine Wuffi. Jetzt ist er hier. Wir haben keine Waffen mehr. Keine Waffen, kein gar nichts. Schast, bist du hier? Die Treppe hoch. Schnell. Ja, wir kommen doch. Ja. Mach doch keinen Stress. Gib uns unsere Knarren wieder. Ja, aber echt. Nächste Szene? Ja, genau. Bunker, Kapitel 2. Das hätte man auch. Naja. Oh, wer ist das denn? Chest, sagst du mir jetzt, was los ist? Du musst helfen, das Portal zu schließen. Was denn für ein Portal schon wieder? Ja, wir da wo dieses Viech herkommt, können wir das aber zuerst zurückschicken. Eine Tür zu einer anderen Dimension. El Devorador kommt von dort. Aha. Forschung. Deine Leute sind schuld. Genau. Meine Leute. Sie hören nicht auf.
Forschung über Leben. Wir müssen die Tür schließen, zusammen. Sonst verschlingt der Schattenort ganz Yara. Ja, okay. Ich helfe dir. Aber erst hole ich mir Chorizo zurück. Mhm. Du riskierst dein Leben für ein Haustier? Ja. Ich mag Hunde eben. Aber ja, er ist sehr klein. Ja, ist sehr klein. Das und er hat Rede. Ja, Leben, Vorforschung, hallo. Aber geh gut vorbereitet da rein. Wie denn? Wir haben ja keine Waffen mehr. Mir alles weggenommen. Oh, schau. Scheiße. Oh. Ihr macht auch Quinceañeras? Eine Pistole und dein Messer. Wie? Los. Nur so können wir diesen Albtraum beenden. Was? Mit einer Pistole eine und eine Pistole und ein Messer. Du kriegst das Messer. Und da sollen wir dieses Riesending da mit kaputt machen, oder was? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ach so. Schon besser. Naja. Ohne Waffen fühle ich mich nackt. Hm. Hast du Leise keine Munition drin? Wir haben keine Munition. Tür geöffnet. Fliege das Portal zum Schattenort. Nur mit einer Machete und einer leeren Pistole. Warum gibst du mir nicht einfach einen Löffel? Genau. Das waren die letzten Waffen. Du kannst gern nach besseren suchen. Ich bin erst einen Monat hier und schon wieder bereit, nach Hause zu kommen. Tag und Nacht unter der Erde. Ich hasse diesen Auftrag. Wie soll ich es hier ein Jahr aushalten? Ich wünschte, ich könnte mit dir reden und die Kinder sehen. Also hier ist ein deprimierter Typ auf jeden Fall. Schau mal, lies mal das hier. Da ist die... Alarm auslösen, alle Ausgänge absperren, Portalraum absperren, sicherstellen, dass ihr bewaffnet seid, Kollegen beobachten, alle Feinde beim Sichtkontakt erschießen. Ja, und so weiter und so fort. So ist das eine Anleitung, wie man hier... Hast du zufällig Munition hier gefunden? Nein. Und ein Messer haben wir auch nicht. Doch, mit F, oder? Ja, ja, mit F, ja. Ja. So. Was sagst du, mein Freund? Wow, für die Typen hat der Kalte Krieg wohl nie geändert. Warte mal, was haben wir hier? Kippen. Okay. Da sind wir schon mal gerettet. Super. Hier steht einer. Schmeiß mal dann auf den. Hier stehen ganz viele. Sind die jetzt, die sind aber nicht für uns, oder? Ich habe 4 Schuss gefunden. Hast du Munition? Das hat natürlich nicht gereicht, ist klar. Wir metzeln uns hier irgendwie durch, glaube ich. Ohne Munition. Krass, du Munition gefunden. 3 Schuss, das ist ja wohl der Witz der Woche. Oh, habe ich dich jetzt getroffen? Du bist ja so ein richtiger Meuchelmörder, oder? Ich hack die alle zusammen, das ist mir so wurscht, weißt du? Gehen Sie mal bitte durch, ich komme hier nicht durch. Wenn Sie mir keine Munition geben, dann hack ich es halt zusammen. Irgendeiner hat mich hier gefunden. Ich hab dich gefunden. Das ist gut. Boah, hier ist er aber. Jetzt wird ja nicht... Also, hallo. Oh, alter Schwede. Boah, die hat mich jetzt aber richtig... So, was hast du jetzt davon, dumme Kuh? Was hast du jetzt davon? Hast du gesehen, wie das mit dem Messer geht? Sprit. Okay. Die Frau könnten wir tragen, aber wir sind ja nicht blöde. Warum soll ich die tragen? So, kommen Sie mal rein. Hier ist irgendwas ganz Tolles. Oh, interagieren. Ich mach das. Ich drück hier mal drauf. So. Oh, eine Dusche. Ja. Stinken wir so sehr. Endlich mal duschen. Wir stinken voll nach Revolution. Wobei die duschen, naja, egal, dazu sag ich jetzt nichts. Du gehst zuerst. Danke. Du hast dich ja hier durchgedrängelt, also bitte geh. Guck mal, ich habe noch mehr Munition gefunden. Sag mal. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ah, jetzt brenn ich. Warum brennst du? Auf damit, auf damit. Ich hab ihm mal seine Maske. Das ist hinter gut. Dir? Hinter mir? Uitze, weißt du, hier musst du wirklich schießen. Mann, Mann, was liegen denn hier für Typen rum? Vor allem die habe ich gar nicht getötet. Verbale und körperliche Angriffe auf das Forschungsteam. Gelegentlich klare Kommunikation. Verwirrung, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Verzweifeltes Verlangen, frei zu sein. Aha. Ja, ist ja ekelhaft. Bist du schon weitergerannt? Nee, ich komme. Ich habe irgendwas ekelhaftes grünes Zeug gefunden.
Also die Knarre ist so scheiße. Auf jeden Fall. Und nur noch 4 Schuss. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ekelhaft. Hier ist noch ein Nebenraum. Hier gibt es auf jeden Fall noch irgendwas zu sammeln. Ich hab, was der wohl öffnet. Einen Schlüssel gefunden. Den Hauptschlüssel sozusagen. Ich weiß nicht. Sollten wir hier beide reingehen? Stand, warte mal. Hier steht irgendwas. Streng geheim. Streng geheim, ist gut. Abendmahlzeiten. Sollten wir beide reingehen? Naja, ich frage ja nur. Aufnahme läuft. Telekinese kann Objekt bis zu 110 Kilogramm aus kurzer Entfernung bewegen. Okay. Was? Gut, die machen schon Forschungskram hier, komm. Da wollen wir doch dabei sein, wenn die das machen. Ja, das war auf dem Kassettenrekorder. Ich drück hier mal. Oh, hier ist was aufgegangen. Oh, ist ja hübsch hier. Oh, schau mal. Dani, du musst den Laser abfeuern, um das Portal zu öffnen. Was für ein Laser? Erst Brennstab, dann Schlüssel. Erst Brennstab, jawohl, ich hab den Brennstab. Und jetzt Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Ich hab einen Schlüssel, ja. Oh, ja. Ich dreh hier mal rum und dann mal gucken, was passiert. Oh. Oh, oh. Das wäre eine Waffe für uns. Das wäre auf dem Auto drauf oben. Ich glaube, die hat uns verarscht. Erst jetzt öffnen wir das Portal, glaube ich. Ich glaube es auch. Irgend so was Hinterhältiges passiert hier. Es war viel zu einfach. Okay. Jetzt ist da ein Loch drin. Und nun? Jetzt ist es offen. Ich hab's. Siehst du? Du musst durch. Aber wir müssen da durch. Was? Aha, mit 4 Schuss. Was? Ja, los, komm, wir gehen da rein. Müssen wir da jetzt rein? Ich weiß es nicht. Der hat, ich dachte, wir sollten es zumachen. Jetzt haben wir es aufgemacht. Das ich super. Hab doch gesagt, die hat uns verarscht. Jetzt ist mir ganz schwummerig. Eigentlich, wir sollten eine Insel vor der... Von, na ja, irgendwie egal. Schon, oder? Die Geschichte hat sich irgendwie total verändert. Jetzt. Komplett. Kapitel 2, die Suche nach Corizon. Dem kleinen süßen Hündchen. Den hört man aber von Weitem, weil seine Reifen quietschen. Nee. Okay, das ist echt... Nee. Achso, da komme ich durch. Okay, dann ist nicht er. Was ist aber denn hier? Das ist eine andere Dimension. Ja, da steht aber auch so ein Gerät. Siehst du das? Ja, ich glaube, das ist einfach dieselbe Gegend, nur Phasen verschoben. Russischer Bunker? Das ist der russische Bunker. Sind wir in Russland. Ich bin nicht mehr auf Yara. No. Wie gesagt, es ist der Schattenort. Der Schattenort? Ein dunkles Spiegelbild unserer Welt. Erinnert mich an eins meiner früheren Apartments. Ja. Was es sauberer ist. Ein bisschen. Aber Gott, nennen wir es Schattenort. Was ist denn hier passiert, hä? Ich spüre keinen kleinen Hund. Sie haben ihn von da fortgebracht. Schnell, raus aus dem Bunker. Mhm. Hier lang, komm. Was, raus aus dem Bunker? Jetzt hat die gesagt, wir sollen hier raus. Also erst rein, jetzt wieder raus. Die Russen sind auch hier. Jetzt nicht mehr. Das Zeug ist überall. Ist ja widerlich hier. Junge, Junge, Junge. Also das ist echt, ne? Ja, ja, es ist schön. So, jetzt hast du keinen Fuß mehr. Und das Knie ist auch weg. Du bist da, ja. Ja, 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 ja. Hier ist irgendeiner am Keuchen. Ich befreie sie. Okay. Moment. Halt durch. Halt durch. Bist du sicher? Ich, ja, ja. Die muss befreit werden. So. Was qualmt? Die qualmt. Ja, vernichte uns bitte später. Jetzt machen wir das erstmal mit dir. Also die Augen. Zum Teufel, was? Die ist zerplatzt. Schöst, was fehlt dieser Person? Keine Person. Sondern? Das sind Kukli. Kukli. Puppen an unsichtbaren Fäden. Du schöne kleine Kukli. Sie sind immer an den Hallo? Schattenort verloren. Die Forscher sagen, sie sind schwer zu töten, aber sie mögen kein Feuer. Kann ich verstehen.
Ja, unseren Flammenwerfer habt ihr uns ja weggenommen. Der Soldatin. Vielleicht gibt es dort bessere Waffen. Ja, ja. Ich brauche mehr Waffen. Bitte. Okay. Definitiv, mit dem Messerchen ist. Schau mal, hier haben wir was. Aber du, das mit dem Messer war jetzt eigentlich gar nicht. Oh, schön. Ein Schattenschuss. Naja, eine Schrotflinte. Na, aber immerhin. Immerhin eine Schrotflinte. Und 49 Munition. So, hier gibt es nichts weiter, oder? Soll ich hier mal den Hebel ziehen? Mhm. Ich drück mal den Hebel. Und jetzt. Ah. Und ich ziehe mal. Sicher, sicher. Na gut. Hm. Das war jetzt noch okay. Oh. Bingo. Mehr Kuckli. Kuckli. Okay, Kopfschüsse mögen sie auch nicht so gerne. Wer brennt denn hier? Ich. Achso. Ich bin aber kein Kuckli, aber ich mag auch kein Feuer. Ja, wer mag das schon? Mach doch mal die Tür auf. Ich mach mal auf eben. Hier muss es doch irgendwas Tolles mal geben. Schau mal, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja widerlich hier. Hä? Okay, was ist denn das? Ich möchte wieder nach Jahre. Was verdammt ist dieses riesige Spinnding da am Himmel? Spinnding, das ist doch was für dich. Es macht die Kuckli. Es steuert sie. Es steuert die Kuckli. Aber ignoriere es. Du musst deinen Hund finden. Ja, richtig. Der Hund ist viel wichtiger. Such in der Schule, hinter dem Fluss. Ich spüre dort Echos von dem Hund. Was? Bringen wir es einfach hinter uns. Schule? Hinter dem Fluss. Hinter dem Fluss. Wo ist denn hier ein Fluss? Haben wir eine Karte? Wir haben keine Karte. Ja, nein, wir haben keine Karte. Komm, dann gehen wir mal hier den Weg lang. Vielleicht ist ja hier die Schule hinter dem Fluss. Wo bist denn du? Achso, du bist genau in die andere Richtung gelaufen. Na gut. So. Ja, wir können auch geradeaus gehen. Ich dachte, wir gehen lieber geradeaus. Ach, da ist, da ist ein Symbol. In der Schule hinter dem Fluss. Was ist denn das, was das ist? Ach, ein Krokodil. Ein Krokodil? Perfekt. Aha. Ja, dann gehen wir mal hier durch den Fluss. Es läuft weg. Ja, ist gut. Solange es wegläuft, ist es in Ordnung. Aber es kommt das nächste. Hm? Guck mal, hier gibt es Munition. Ich sehe tote Menschen. Überall tote Menschen. Das Zombies oder war das das? Habe ich doch gesagt, ich sehe tote Menschen. Hast du mir nicht geglaubt, oder was? Hm. Ich sehe tote Menschen. Liat. Oh, was hast denn du jetzt hier? Das ist ein Wildschwein. Bäh. Also Leute, ich weiß nicht, wo wir hier sind. Schatz, kannst du Shorty so nicht hier rausspielen? Wie die Kiste? Ja, mach das. Selbst wenn ich wüsste, wo er ist. Der letzte Versuch, etwas Lebendiges zu transportieren, ging nicht gut aus. Vielleicht stückchenweise. Nein, lass mal. Ich finde ihn. Oh, was der nachgeladen hat, was ist das für eine Kackwaffe? Es sind viele Kuckli in der Nähe. Zu viele sind ein echtes Problem. Kuckli! Juhu! Was ist denn das für eine? Wir sind irgendwie viel zu neugierig. Was ist das für ein hässlicher? Ach so, das ist so ein Typ. Die Welt, ja, ja, du. Ich war nie gerne in der Schule. Oh, Wildschweine, Wildschweine. Noch mehr. Was Neues von Chorizo? Ich auch, Wildschwein. Sieh dich um. Ist nahe. Er ist nahe, okay. Ja, dann. Mir fehlt irgendwas, da hast du recht. Eine Kugel. Der kleine Hund zum Beispiel. Da oben ist was Rotes. Hallo, Hundi. Hier ist was. Bericht über Forschungsstation. Alle 14 Mitglieder von Einheit 9 sind umgekommen. Tschernobok ist gegen schwache EMP-Strahlung resistent. Die Kuckli werden aggressiver. Wir gewinnen diesen Kampf nicht. Ich habe gesehen, bla bla. So, wohin? Kucklis. Wir sind, ja, sprich dich aus. Ja du, ich habe keine Ahnung, wo das Viech ist.
Oh, da hinten sind so viele. Dann muss das da irgendwo das sein. Das ist bestimmt unser Hund. Hm. Wo gehen wir da hin? Also Nahkampf ist bei denen irgendwie besser. Oh, bis der nachgeladen hat, das ist ja der Wahnsinn. Kucklies. Hier ist was Rotes. Hier soll man bestimmt rein. Ja, das sieht gut aus. Hallo. Oh, was ist denn das hier? Hier sind Räder von ihm. Nein. Chorizo Salat. Schwester, ich habe ein Stück von Chorizo gefunden. Oh, das tut mir so leid, Danny. Ja, ja. Nein, ich habe nur... Nein. Oh, dann könnte er noch leben. Ja. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich spüre noch ein Echo. Wo? Es ist nah. Ja. In einem Hotel. Ein Hotel. Okay. In ein Hotel. 193 Meter. Da werden wir hinten raus müssen. Ja. Mann, 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 Mann. Es ist ja feuchtbar hier. Wir haben es ganz schön gruselig gemacht jetzt, gell? Aber irgendwo ist hier... Was ist denn diese Spinne da oben? Die macht mich schon ein bisschen nervös, gell? Ja, die steuert ja die ganzen... Was ist, wenn ich auf die schieße? Probier mal. Guck mal, hier ist ja schon wieder einer. Die sind alle besessen hier. Oh, Scheiße! Hui! Also in so einer Zombie-Apokalypse muss man immer metzeln, weißt du? Au, 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 au! Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Es ist einfach zerplatzt. Ein blöder Hund ist das Ding. Hässliches Viech. Ja, ja. Okay, da ist das Hotel. Das ist ein schönes Hotel. Check mal ein jetzt. Also es war wahrscheinlich mal ein schönes. Ja, in einer anderen Dimension. Ja. Ja, Wahnsinn. Suche weiter nach Chorizo. Hallo, Chorizo. Oh, ja. Poolparty. Eine Poolparty, das ist siehst gut. Du den kleinen Hund? Ich spüre sein Echo. Vielleicht ist er bei der Party. Toll. Pass auf die Hunde auf! Was für ein Hund? Was für ein Hund? Von welchen Hunden reden die? Ich weiß nicht, er ist sehr verwirrt hier irgendwie. Wir sind im Suchgebiet. Oh, ich habe nur noch 7 Schuss. Hundi. Biffi. Oh, kleiner Wuffi. Oh, 31 Meter, du hast was gefunden. Ich habe was gefunden. Oh. Okay, volle Munition und eine andere Knarre. Ja, das ist gut. Der Genosse. Was sagt sie? Da hinten kommen ein paar angerannt. Verdammt, die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Naja, da gehen aber die Munition recht schnell um. Ja. Das ist interessant. Oh, hier ist irgendwas. Was sagst du? Was? Entwicklung eines interdimensionalen Kommunikationssystems. Manipulation des Nervus vestibularis bei Teammitglied Bouquet. Also, die haben hier versucht, mit dem zu kommunizieren. Hat wohl nicht funktioniert. Das hat nicht ganz funktioniert, ne? Tja, dann ist das bestimmt in dem Hotel drin hier, der ganze Käse, den wir brauchen, oder? Es ist aber auch Gott sei Dank schön hell hier. Da kommt was Böses. Brennen! Warum lacht die so doof? Weiß ich nicht. Bleib doch ich hier! Ich weiß nicht, wir kommen da in das Hotel doch gar nicht rein, oder? Dann gehe ich mal in den... Oh, hier kommen ein paar Viecher. Ich gehe mal in den Pool runter, vielleicht gibt es hier irgendwas zu finden. Guck mal, hier ist doch was. Ein Schraubenschlüssel. Hat Chorizo getragen. Hä? Oh nein, den Schraubenschlüssel schon. Nicht hier. Nur den Schraubenschlüssel. Den haben die in Einzelteilen. Ich verstehe das nicht.
Ich spüre ihn noch. Ja, wo ist er denn? Aber ganz schwach. Ja. An einem tiefen, dunklen, kalten Ort. Ein kalter Ort. Im echten Yara gibt es nicht weit von hier Höhlen. Aha. Da, eine Hölle. Ja. Das muss es sein. Geh. Wo denn hin? Geh. Geh, wohin soll ich gehen? Ach, da oben. Geh zur Hölle. Komm mit, Kim, können wir gehen, Hölle. Hallo, Hölle. Das sind ein paar Wuffis, stehen da oben. Was ist dieses Quinceañera, von dem du sprachst? Eine Quinceañera ist eine große Party. Ich würde gerne auf eine Party gehen. Hast du dein ganzes Leben im Bunker verbracht, oder was? Ja, in der Höhle. Ach, nicht jetzt! Seit ich ein Kind war, ich durfte dieses Gebäude nicht verlassen. Mist. Du kommst doch mit wahren Leben doch gar nicht klar, Mensch. Ich besorge das Bier. Ich besorge das Bier. Eine Quinceañera mit Alkohol. Mit Alkohol. Das wird dir gefallen, Mia. Oh, schau mal, das schöne große Spinnentier. Warum geht das jetzt nur so langsam voran hier? Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht witzig. 96 Meter, ich würde gern schneller. Geh weg, du blödes Vieh. Ihh. Interdimensionales, hässliches Spinnenviech. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, Gott sei Dank. Wir sollten rennen. Na schön. Kommt doch hier los. Wegmetzelt. Wegmetzelt, jawohl. Also, die haben eine Probe genommen. Versuch der Probenentnahme per Drohne. Subjekt 6 soll Kontakt mit der Entität aufnehmen, um die Entnahme zu unterstützen. Also es ist fehlgeschlagen, ne? Jo. Es ist wieder mal fehlgeschlagen. Ist völlig klar. Ich will nur meinen kleinen Hund wieder haben. Den holen wir uns jetzt auch. Oh Mann, hier sieht's aus. Wo sind wir denn bitte hier gelandet? Also ich vermisse die Palmen und das Meer und Die schöne Musik vor allen Dingen. Ja. Ich nehme mal lieber wieder die Schrottflinte. Irgendwas rülpst hier unten rum. So, hier wäre was zum Runterseilen. Mhm. Hui. Aha. Das ist Höhle. Geh. Oh, Sienna. Oh nein. Oh nein. El Devorador. Cool. Jetzt habe ich eine Taschenlampe, komischerweise. Mhm. Du wolltest die ganze Zeit eine, jetzt hast du eine. Ah. Oh oh. Verdammt, es ist gar keine Taschenlampe, es ist unser Handy. Aber da liegt eine Taschenlampe. Die ist zwar kaputt, aber besser wie nix. Nein, unser Wuffi. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Es hat schon ein bisschen was von Sons of Forest. Also schon. Ein wenig. Hallo? Ist da irgendwer? Was fliegt da überhaupt so rum? Da ist doch, da fliegt glaube ich. Das sind so Sporen, vielleicht so Birke? Aber wenn wir jetzt zurückgehen, nehmen wir da nicht vielleicht irgendwie sowas mit und verwandeln uns dann immer, keine Ahnung. So. Wir haben ihn gefunden. Oh, nein. Das ist ja wie bei Alien. Sophie. Oh, komm. Atme, atme, Hund, bitte. Oh, oh. Wach auf. Bei der Macht von Grayskull. Da ist er wieder. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Na. Hau ihm die Räder wieder an, bitte. Bring mir dich hier raus. Naja, eins hat er ja noch. Na, siehste. Echt, der muss jetzt selber laufen. Kann man den nicht hochheben und tragen, bitte? Also ich nicht. Ich muss meine Waffe halten. Naja, ich würde ihn dann hochnehmen und tragen. Schest, ich habe Chorizo, aber. Er ist schwer verletzt. Keine Sorge, ich transportiere den Kleinen. Auch jetzt geht's sicher. Plötzlich, weißt du? Wir reden hier nicht von Kisten. Ziemlich sicher. 60-40. Ach, das reicht. Dein Ernst? Nein. Okay. Nein!
Und tschüss. Jetzt ist er interdimensionales Hackfleisch. Und jetzt kämpfen wir natürlich noch, genau. Wie, wer bist du? Hast du zwei Gehirne? Sie haben da was im Gesicht. Oder hast du ein Schlappergehirn, oder? Aha. Ja, genau, ist klar. Jetzt müssen wir oft durchladen. Kannst du mich nicht auch rausbeamen, ha? Nein, wir sind kein kleiner Hund. Zu viele. Na, das sind nämlich zu viele. Oh, eine Blume. Oh, ein Blümchen. Blumen, ein Blumenmann. Lauf, Dani, lauf. Was? Also laufen, nicht... Nicht schießen. Nicht schießen, laufen. Los, laufen. Ich weiß gar nicht, wo es lang ging, da. Juhu. Aha. Lauf jetzt. Ja, ja, ich lauf doch, ich lauf doch. Ich häng fest. Lauf, lauf, lauf. Ich lauf, ich so schnell ich kann, also. Ich weiß gar nicht, was hinter mir los ist. Wie ekelhaft. Nicht töten. Oh ja, der sagt nicht töten und ich falle auf die Schnauze. Das hat ein bisschen was von Geisterbahn hier. Das sind irgendwie mehr als... Zwei. Bin ich wirklich so langsam? Ja, ich bin auch so furchtbar langsam. Ohne Waffe in der Hand? Schneller, wenn man... Nee, bist du. Genau, ohne Waffe ist man da schneller? Komm, wir müssen in Pool, oder? Nee, daneben. Nein. Was macht denn der hier? Der verbrennt die. Das sind die Russen. Ja, ja. Ja, ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ist man ohne Waffe schneller, weißt du das? Nicht wirklich. Nicht wirklich, jawohl. Hast halt dann nur keine Waffe in der Hand. Chef, ich bin auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Au, der hat mich in... Pinga. Ich muss hier raus. Ja, ich muss bitte wieder Palmen sehen, bitte. Das ist ein guter Gandalf. Plan. Ich will Palmen sehen. Beeil dich. Zu meinen Gunsten? Chest? Ach, verdammt. Chest sagt nichts mehr. Ja, jetzt kommt da auch noch mal so ein Vieh. Wir sind ja auf dem Weg. So ist es ja nicht. Genau, haltet uns mal den Rücken frei. Ihr kleinen, lieben Menschen. Nee, hau ab. Hier ist was los, ey. Gehen wir hier gleich gerade drüber, oder? Nee, wir müssen hier runter. Aber hier wird es schon deutlich heller. Aha. Wenn du meinst. Geht zum Bunker. Ja, doch. Also, ehrlich. Hey, sag mal, was denkt die, was wir tun? Wir laufen, laufen. Die strengen dich mehr an. Wir laufen, laufen, laufen. Mehr anstrengen als laufen können wir nicht. Genau, kümmere dich mal um den hier. Und du auch. Lass mich rein, lass mich rein. So, und jetzt? Wir sind am Bunker. Sichere den Eingang des Bunkers. Ach so, das sollen wir jetzt machen. Das machen wir. So, wir sichern. Ziel abgeschlossen. Komm zurück. Du hast was gefunden. Na ja. Ich kann das nicht aufnehmen. So, und jetzt? Ich auch nicht. Wir haben die Bunkertür verschlossen. Kannst du sie öffnen? Bitte. Verdammt. Ich kann es versuchen. Aber das dauert. Und ich spüre, dass noch mehr Kupli kommt. Oh, klasse. Genau, was ich jetzt brauche. Ja, gib mir Munition. Komm, jetzt können wir die Munition komischerweise auch nehmen. Danny, wenn sie durchkommen. Die Kiste können wir aber nicht nehmen hier. Das ist komischerweise... Schade eigentlich. Du hast hier nicht zufällig noch ein paar Waffen rumliegen, oder? Ah, warte. Jetzt wird's gleich. Sieh dich um. Vielleicht haben die Soldaten etwas zurückgelassen. Jetzt pass auf, jetzt können wir sie öffnen. Ja. Und ein Flammenwerfer, das ist gut. Oh, jetzt wird's interessant. Der sieht aber auch eklig Zeig, aus. Was du kannst. Zeig, was du kannst. Ich bleib hier oben stehen. Was? Warum darf ich nicht da oben stehen? Du kommst doch auch hier oben. So. Was denn jetzt hier? Du hast schon deinen Spaß. Du hast so eine Knarre gefunden. Naja, du wolltest ja da oben stehen bleiben und bin ich halt auch irgendwo hochgegangen. Ich brenne hier alle ab.
Nö, also das... Hoch. Genau, brenn mal du da unten alle ab. Ich mache hier oben weiter. Jawohl. Wenn mal einer kommt. Hallo? Ich lade nach. Bis. Mehr von den Hängern. Also ich habe noch nicht so viele gesehen jetzt. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Also mittlerweile brennt hier alles. Aber es kommen ja gar keine. Wo sind sie denn? Was ist deine gute Frage? Haben wir die vielleicht zu schnell tot gemacht? Ach, kommen welche. Wo? Hier unten bei mir, aber ich kann gar nicht hier durchgehen. Hier brennt ja alles. Moin. Na, der brennt jedenfalls ganz gemütlich vor sich hin. Also ich sag dir, so schwierig ist das jetzt nicht. Hinter dir ist einer. Ja? Okay. Du bist noch da oben und du hast... Ich bin da oben, aber ich habe hier echt das Problem, weil... Ja? Ganz nach links kann ich nicht. Oh. Wie lange soll man jetzt den Spaß hier? Oh, keine Ahnung. Sie sagt uns hoffentlich Bescheid, wenn die Tür offen ist, oder? So richtig weiß ich es auch nicht. Hier liegt noch Munition. Da unten kommt einer angerannt. Siehst du, kommt mal wieder einer. Hallo. Ja, ja, wir haben auch so einen Stress. Das hältst du ja nicht aus. Oh, das wird ja aber aggressiv, das Viech, oder? Das ist das Große, ne? Ja. Okay, das ist vielleicht nicht die gute Idee, wenn das gegen uns kämpft. Na, das kämpft mal mit den Kleinen ist ja... Oh, da kommt mal wieder einer. Verdammt, ein Kojote. Noch einer. Mau. Jetzt kommen mal wieder ein paar. Du hast es so im Griff, oder? Was habe ich? Du hast es im Griff. Naja. Kojote. Der arme Kojote. Komm mal ein paar mehr. Au. Jetzt hab ich mich selber angebrannt. Ich bin ja blöd. Komm, lauf doch mal bitte durch die... Oh, jetzt geht's aber ab hier bei dir. Ja, ja. Alter Schwede. Rennt ihr. Fuck. Mein Gewehr ist nicht kaputt. Dein Maschinengewehr? Ja. Ich hab's wohl kaputt geschossen. Ich hätte hier unten noch eins. Keine Munition mehr, besser gesagt. Das Viech wird immer aggressiver. Ich versteh's nicht. Das stampft so, oder? Ich weiß nur nicht. Es kommt immer mehr. Wo denn? Wo denn? Da ist ein Krokodil. Ein Kroko? Ja, er ist die Hölle los. Danny, wie geht es dir? Oh mein Gott, der Krokodil! Sag man, bring mich verdammt nochmal hier raus auf Russisch! Gute Chemie danach, Vienna Zuda. Mach einfach die verdammte Tür auf! Na, mach mal. Ich sag Bescheid, wenn ich das geschafft habe. Ja, Wahnsinn. Sagst du bitte Bescheid, wenn du das geschafft hast? Da steht noch einer rum, so Depp. Also diese... Robbenschuh, gell? Da hinten steht man. Oh, sorry, wolltest du den gerade? Alles gut. Es wird immer stinkiger, das Viech. Du musst lang genug am Leben bleiben, damit Chess diese Tür öffnen kann. Ja, oh, wir sind dabei, gell? Schweintaub.
Ja, es ist schon... Dubi, 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 du. Schafft es diese Frau jetzt bald mal? Ich hätte 3-8 Baseballbälle zu werfen. Wer hat gesagt, gleich aufzugeben? Ich weiß es nicht. Oh, Hundi. Jetzt ist er geplant. Hier, ich habe noch einen Baseball. Nimm das. Okay, ja, jetzt wird's wütend. Ist, glaube ich, hat gerade einen Fuß gehoben. Sicher? Ja. Muss es mal pipi? Danny, die Bunkertür ist offen. Die Bunkertür ist offen. Du kannst es nicht töten, Danny. Komm her, ich muss das Tor schließen. Ja, wir sind da schon längst durch. Ja. Du hast das Bier kalt gestellt. Ja, jawohl. Nein, das Tor. Warum machen die immer so einen Druck? Wir sind so nette Menschen. Wo ist dieses Tor? Dieses Tor ist hier irgendwo. Ich muss das Tor schließen, Danny. Schnell! Jawohl, ich interagiere mit diesem... Ja. Oh, was bist denn du? Wände halten El Devorador nicht auf. Okay. Wände hält es nicht auf. Doch jetzt. Ja. Komm. Jawohl, ich komme. Ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe. Du brennst. Komm hier lang. Ah, warte. Ich fülle mal den Hebel. Dann geh halt auf. Fast geschafft. Ich habe immer den Eindruck, das wird immer weiter weg. Hier unten lang. Ja, oder ja. Da, ja. Hier. Hui. Na endlich. Hui. Hui. Schnell durch. Bitte. Ich will wieder in die Palmen und in meine Sonne und in meinen Strand und... Der ganze andere Quatsch halt. Oh, jetzt durch hier. Na, Junge. Chest. Das ist eine Bombe. Oh. Die verteilt die hier. Mhm. Hoffentlich macht es das auch wirklich zu und nicht noch mehr auf. Ja, man weiß es nicht genau. Ist für die Quinceañera. Das wird ja eine höllische Party. Glaubst du, das verschließt das Portal? Ja. Schätze, ja. Ich bleibe hier, um sicher zu gehen. Das ist gut. In diesem Drecksloch? Da. Was ist mit den Cervezas? Tja, man kriegt im Leben nicht immer, was man will. Ah, sagst du was. Hallo? Nicht küssen. Ich will dich nicht küssen. Du hast eklige Zähne. Oh ja. Zum Zünder, da drüben. Möge die Macht mit dir sein. Und das hat's ja jetzt gebracht. Drück doch jetzt den Knopf. Sicher. Aber ja. Ich will nicht mitsterben. Man muss auch mal Opfer bringen. Die hat überall Sprengladung verteilt. Wir stehen mittendrin. Drück den Knopf. Okay. Das ist toll. Irgendwie nicht, dass ich das überlebt habe. Warnung. Bitte warten. Die Verbindung zum Far Cry 6 Server wird hergestellt. Steht das bei dir? Ja. Bei mir steht das nicht. Das ist eine Warnung, ne? Vielleicht stürzt es ja jetzt wieder ab und wir können einfach nochmal alles von vorn spielen. Das war sicher schwer. Oh. Wir sind interdimensional verschoben. Ich bin irgendwie... Ich sehe aus wie... Konyo. Konyo? Du hast es geschafft. Ein Bier. Cerveza. Ja, bitte. Nicht nur oder eins. Zwei. Mehr. Fünf.
Und der hat Stress hier drüben, der Typ. Oh, da ist er. Seine Knöpfchen-Augen. Oh, moin. Siehst gut aus, Kumpel. Ja. Dafür ist der Tennisball, schau. Aha. Was denn jetzt? Mhm, ich hab mir schon gedacht, dass das noch nicht alles war. Ob eine leichte Panikattacke. Es war viel zu friedlich alles die ganze Zeit jetzt. Na, ich weiß nicht, was hier los ist. Fühlt sich nicht gut an. Weil jetzt laufen nämlich zusätzlich zu den... Hä? Scheiß Kabel. Ach so. Na Gott sei Dank. Ich dachte, zusätzlich zu diesen ganzen Typen laufen jetzt auch noch diese Tiere. Ja. Hast du Wodka? Warum, weißt du? Jetzt will er Wodka haben. Natürlich habe ich Wodka. Bitte schön. Junge, Junge. Hm. 3 Wochen später. 3 Wochen später. Und was haben wir in den 3 Wochen gemacht? Sitzen wir jetzt immer noch in der Bar, saufen immer noch oder was? Wir trinken immer noch, natürlich. Schnaubt. Oh, oh nein. Oh, oh. Oh nein. Ich hab's geahnt. Was hat denn der wieder gefressen? Ja, schluck's wieder runter. Das wird egal, bestimmt, was es war, ist er jetzt wieder tot. Naja, oder in seinem Bauch und frisst sich durch seine Gedärme und... Na? Aus ihm wird ein großes, mieses Monster. Alter Schwede. Hey, das war eine... Ein Ausflug in die Anderswelt. Immer hochinteressant. Ja. Können wir jetzt bitte wieder zur Normalität zurückkehren? Mit Palmen, Bachata und Merengue? Genau, aber ich befürchte, das werden wir erst in der nächsten Folge machen, oder? Richtig. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich bin in dir drin. Ja, wunderschön. Oh, ach, endlich wieder. Schau dir das an. Komm, wir gehen ans Meer. Schön, ich will ins Wasser. Ich will schwimmen, schwimmen. Ist das schön. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dieses Wahnsinns hier. Abo und Like nicht vergessen. Und die Folge ging heute wirklich lang, 1 Stunde. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch. Genau, wir konnten halt nicht einfach aufhören. Das richtig, ging ja auch nicht. Genau. In diesem Sinne. Wo mein kleiner Amigo ist. Ja. Amigo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.